Willkommen zu einem weiteren Sonic Amateur Games Expo Video zu Sonic Project Time. Moment. Das muss ich natürlich machen, weil ich muss ja was sehen. Hier ist das Bild. Auf jeden Fall, ich bin schon vom Anfang an ein bisschen enttäuscht hier. Also ich bin nicht optimistisch für das Spiel. Ich habe zwar die Bock gehabt, es zu bringen, also dieses Game, Sonic Project Time, weil ich dachte, ja, es wird ein geiler Titel. Nur jetzt haltet euch fest, das Ding basiert auf der Gmade Engine. Oh no, God please no! Ja Leute, God please no. Das Ding ist auf der Gmade Engine. Und ja, müssen wir es ertragen. Ja, ich. Weil ihr guckt euch ja nur das Video an. Ich muss für euch leiten. Naja, ein Let's Player leitet ja auch für seine Fans. Und zwar war es so, als ich dann am 15. Oktober auf die Seite ging, war statt des Downloads für Project Time der von Project Twisted drin. Ich vermute, bei das Project Twisted auch mit der Gmade Engine läuft. Ohne Crochets zu reden, die Engine von Gmade ist teilweise scheiße. Nicht damit zu tun mit den Features, damit hat es nichts zu tun, die Features sind gut. Was mich abfuckt, ist die Performance. Guckt sich doch mal an. Das fühlt sich nicht schön an. Oder sagt ihr, es ist gut? Finde ich andere Spiele angenehmer. Okay, ich weiß nicht, wie gut ich gut entwickeln kann. Ich sollte da ein bisschen meine Fresse halten, wenn ich nicht so gut dafür loben kann, aber versucht ein bisschen an der Performance zu basteln. Nicht an den Features, nicht an der Engine, sondern an der Performance. Weil wenn ihr das ausbessert, dann geht alles besser. Aber das ist der Knackpunkt der Engine. Vor allem, es ist Version 1.0 der Gmade Engine. Also, ich habe ja im letzten Video die 1.1 gebracht. Ich weiß jetzt zwar nicht, auf welcher jetzt hier Sonic Classic Days basiert. Aber, naja. Und Jump. Na, es werden noch weitere tolle Games kommen, keine Sorge. Weil sie eigentlich so enttäuscht sind von den Spielen. Ich meine, wir sind gerade mal bei den ersten fünf, dem fünften Spiel. Und ich habe genau 56 Spiele, soweit ich gesehen habe, plus noch das eine Top-Secret-Spiel. Also werden auch viele tolle Titel kommen. Und man weiß nicht, was jetzt noch kommt. Also ich weiß nicht, was mich alles erwartet. Die meisten Titel kenne ich nicht. Ein paar davon kenne ich, weil ich schon mal Demos gespielt habe von denen, aber das meiste kenne ich nicht, also es wird spannend. Ich habe sogar ein paar Beat'em-up-Fangames gesehen. Davon gibt es eins, das mich richtig wahnsinnig interessiert und das werden wir uns natürlich anschauen. Vielleicht mache ich dann das eine Beat'em-up-Spiel, was ich so gefunden habe. Es sieht zwar grafisch irgendwie komisch aus, aber ja, es hat Style, muss man mal sagen. Mir gefällt persönlich dieses Game vielleicht, ich weiß nicht. Ich muss dafür das Fangame erstmal spielen. Ist das, wenn ich jetzt heute fast alle Fangames durchzocke mal, die es jetzt gibt? Aber, naja. Und ja. Ich war schneller als die Kamera. Ich bin so ein krasser Hacker. Genau, komm. Sorry, kleiner Cut, musste mal sein. Aber, naja. Auf jeden Fall, Background Fail des Tages. It's the Background Fail of Doom! Da, 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 da. Wir wissen, normal kritisiere ich keine Fangames. Weil es ja von Fans erstellt wurde, nicht von professionellen Entwicklern. Aber hier gebe ich mal der Angel die Schuld, nicht dem Entwickler von Project Time, weil du hast keine Schuld, du hast ja die Engine ja nicht programmiert.
ja zugrunde liegt. Deswegen ja. Trotzdem geniale Idee. Und komm, bringen wir es doch zu Ende. Irgendwo muss ja das Ende sein. Yo! Das war doch mal ein schönes Level. Ein paar kleine grafische Probleme, aber mal davon abgesehen, ein ziemlich gutes Spiel. Vor allem, dass die Anzeigen oben links finde ich so richtig geil, muss man mal sagen. Guckt euch doch mal an, Leute. Das ist mal was Neues. Nur warum hat er so diese Grafik gewählt? Das wird mich mal interessieren, aber ja, das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Sonic ist weg. Ja, hier geht's! Bei 1-1, ne, it sucks! Bei 1-0, ja, it works! Okay, was passiert jetzt? Das werden wir erfahren. Und zwar gleich. Ich mach mal Enter. Geht's weiter? Na komm. I'm very sorry for the fact that this game is very short. Okay, also das Game ist schon vorbei. Okay, das war Sonic Project Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es euch anzuschauen und ja. Wir sehen uns beim nächsten Sonic Amateur Games Expo Video. Ihr könnt euch für Kommentarwertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, hier haben wir noch einen Text. I had little time to create this. Du hattest wenig Zeit? Ja, wenn ihr unbedingt bei der Sage dabei sein wollte. Warum nicht? Ja. Vielleicht bin ich auch mal bei der Sonic Amateur Games Expo vertreten. Ich bemühe mich vielleicht mal in 2 Jahren mal, mich mal noch zu zeigen. Also, jetzt nicht mit meinem Facecam, sondern ich meine damit hier vielleicht mich mal als der Verlober zu zeigen. Könnte auch mal sein. Ich mal was mal einsende. Soll ich es versuchen? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ja. Emerald. Ja, sorry. Alles okay. Entschuldigung angenommen. Emerald Control.